Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Elden Ring. Nach dem etwas holprigen, aber siegreichen Kampf gegen Margit geht's nun weiter mit Schloss Sturmschleier. Die komischen Klingenadler bekommen jetzt auf jeden Fall noch einen auf den Schnabel und dann arbeiten wir uns mal an der Mauer entlang und rein in die Hütte. Na komm her, mein Schwert dürstet nach Blut und Federn. Ich weiß, du willst mich anknabbern. Kannst du aber knicken. Ja, guckst du doof. Kriegsfalkenkralle. Okay, dann eben ein Falke, kein Adler. Bin eben kein Ornithologe. Da oben waren auch noch zwei und die dürfen gern einzeln herantreten. Sehe nur einen. Oder gibt es hier noch was für mich zu tun? Wahrscheinlich nicht, aber schauen schadet nicht. Dann können wir jetzt mit euch weitermachen. Nummer 1. Oder war es doch nur einer? Ach, da oben in den Bäumen. Ach. Komm doch mal bitte. Ups. Ja, können wir auch so machen. Oh, drei Stück. Problem. Und Nummer 3. Da muss mal kurz Luft geholt werden, aber auch der liegt im Dreck. So, paar Flugfedern einstecken. Und was war das? Sturmfalkenfeder? Naja, immer her damit. Und Miedestein, drei Stück. Ja, wenn ich doch jetzt nur wüsste, wo man es höher stufen kann als plus 3. Wird schon noch irgendwann kommen. Fällt mir ja nicht, wenn ich den da oben schon wieder mit seiner Lanze sehe. Und was hat das jetzt zu bedeuten? Rückzug! Ja! Wird auch schon fast gedacht, dass da was geflogen kommt. Wer bist du? Oh, na schön vor die Wand geschlagen. Ja, so viel scheinst du nicht drauf zu haben. Und du? Stehst mir gefährlich nah am Abgrund. Tschüss. Man sieht sich später. Nein! Abababababa. Nicht nochmal, Kollege. Ich sehe es doch schon kommen, dass mich hier jemand runterhaut. Das muss nicht sein. Oh. Geht ja durch wie durch Butter. Bürgerstirnband. Bürgerkleidung. Okay. Naja, wem es gefällt. Ach, wird es jetzt wieder dunkel hier. Wer schleicht da? Das kam zu spät.
aber dafür der genau richtig. Hakenkrallen. Jetzt werde ich ja zugeschissen hier mit dem ganzen Zeug. Ich glaube, da könnte ich dann doch zu späterer Stunde mal wieder in die Tafelrundfeste zurückkehren. Vielleicht gibt es ja da dort auch was Neues. Und mal ein bisschen das Inventar bereinigen. Na klar doch. Gut, der Weg, der wäre jetzt auf jeden Fall frei. Wie machen wir das denn? Ich könnte ja mal den Stab zum Einsatz bringen. Kommen wir da hin? Kommen wir hin? Das musst du noch mal üben. Hinfort! Noch jemand, der Stress will? Nein. Ist auch besser so. Da bin ich aber trotzdem mal ganz vorsichtig. Och, da gibt's ja wieder viel zum Einstecken. Wurfdolcher. Und da geht's ab in die Tiefe. War unbeabsichtigt. Erschlossen. Ja. Und wo ist der Schlüssel? Hausmeister suchen. Schwelender Schmetterling. Das ist ja jetzt ein Ding. Du bist aber nur alleine. Alle hopp. Oh. Knapp verschätzt. Muss ich hier wohl durch? Chillt er da einfach? Hallo? Oh. Oh oh. Nein! Warum? Ah, so dunkel hier. Da sieht man doch nichts. Oh Mann, ey. Wo bin ich denn da wieder reingeraten? Nicht so angenehm. Kann man da mal? Ja, da kann man mal schlürfen. Ja, wie machen wir es mit dir denn? So. Da muss ich aber weg. Ganz weit weg. Ah. Ah. Angst. Hosen voll. Na, so wird das nichts mit dem Konter. Stell ich mich wieder total blöd an hier. Komm. Du kannst es. Oder auch nicht. Hm. Das ist jetzt natürlich ganz blöd. 18.000 Runen verloren. Nö. Da machst du nix. Wieso jetzt drei? Na, freilich. Eieieiei, das müssen wir aber, glaube ich, nochmal wiederholen. Meine erste Vorgehensweise war da doch schon deutlich besser.
Dann will ich mal hoffen, dass da oben noch irgendwo ein Ort der Gnade ist. Was soll das denn? Will ich auch können. So, da oben war noch mal zwei Stück. Genau euch, meine ich. Dysikowski. Adieu. So. Hast wohl gedacht, ich hab dich vergessen. Ja, jetzt würde ich eigentlich schon gern meine Runen wieder haben wollen. Ah, hier oben ist eh Schluss. Er muss jetzt einfach umgeklatscht werden. Ach da! Toll! Jetzt darf ich hier... nicht mal die Wölfe rufen. Falsch. So, Muss weg. Nein, er muss noch durch. Nein. Und das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und die Runen weg. Hätte man einsammeln müssen? Na sowas. Was ist denn heute los? Wieder ein Schritt nach vorn und zwei zurück. Kriege ich aber ordentlich aufs Maul heute, kann das sein? Nehme ich alles als Entschädigung. Muss jetzt mal sein. Fehlt's noch? Na, dann macht mal weg die Fässer. Ja, schön. Ja, an manchen Stellen doch schon nützlich, der Stab. Muss man mal so sagen. Da drüben liegt doch auch noch was. Vielen Dank. Ärgere mich gerade, dass ich die Runen nicht ausgegeben habe.
Kann ich dich ja auch rausziehen? Bock mal so. Wo ist er denn? Ah ja. Na toll. Komm mal mit. Willst du nur mal wissen? Echt jetzt? Au! Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Aber, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Dafür, dass er mir jetzt solche Probleme gemacht hat, kann man's mal durchgehen lassen. Schwert, Talisman. Oh, mit dem Beutel von Margit kann ich doch jetzt mehr tragen. Und der rostige Schlüssel, den wir da bei der anderen Tür vermutlich brauchen werden. Na gut, schade um meinen ganzen wunderbaren angesammelten Runenschatz, aber naja. Schauen wir doch mal. Ach, wenn ich's jetzt wüsste, wo es ist. Das wird noch nichts. Gibt dies Zwillingsjungfernhüllen für neue Objekte? Ja, was ich da nur alles im Inventar habe, wo ich gar nicht weiß, wo ich damit hin soll. Okay, oh Moment mal, was war denn das jetzt? Egal. Dann bin ich nur blöd. Vielleicht mal. So probieren. Resistenz gegen Feuerschaden erhöhen oder Fokus. Verbessert aufgeladene Angriffe oder verbessert Abwehrkonter. Ja. Hauen wir doch mal den Abwehrkonter rein. So, wo muss ich jetzt nach unten, um mir den anderen dann noch zu holen? Hier. Goldene Runen. Na ja, gut. Das heißt, Tür gehe ich gleich durch. Ein Augenblick. Muss noch mal kurz nach oben. Komm ich denn von hier in das Loch? Ach so, geht auch von hier direkt. Naja. Da will ich ehrlich gesagt jetzt nicht hin. Ach so, nach oben. Nur dann. Und nun? No. Tja, links oder rechts? Das ist hier die Frage. Schön gemacht. Und
Er hat mich jetzt im Visier. Ach, kommst sogar. Na, wie finde ich denn das? Ach, Mann. Noch einer. Oh, Tatsache. Ja, von hier komme ich leider nach oben. Also nochmal klettern. Und diesmal den Sprung nicht vergessen. Jetzt steht er aber ganz ungünstig. Komm ich dran? Wahrscheinlich von oben. Wird knapp mit Springen. Feuerfett. Ja, ganz nett, aber gibt Besseres. Also doch andere Richtung. Oder darüber. Nehme ich erstmal die Treppe. Welch mieser Schelm. Mach mal Platz. Silberner Federtierfuß. Wie wär's mal mit Ort der Gnade? Jetzt hier irgendwo oben. Gibt's doch bestimmt auch noch, was man da einsammeln kann, wenn man drumherum geht. Ach. Überprüfe ich lieber mal gleich, sonst muss ich wieder zurücklatschen. Ist doch immer so. Pilz. Naja. Ich sag trotzdem mal Danke. Ups. Gefällt mir gar nicht. Muss ich aber durch. Wie mache ich's? Am besten nochmal auffüllen. Kriegen wir das hin? Jetzt dreht er sich genau in dem Moment. Oh oh. Ja. Yeah. So war es jetzt gar nicht gedacht. Aber hey, passiert. Tja, und da stehe ich wieder. Am Anfang. Und das war's aber auch leider schon mit der heutigen Folge. Tja, bin ich ja wieder mal weit vorangekommen. Gut, vielleicht beim nächsten Mal mehr Glück. Haben wir mal. Vielleicht auch einen anderen Weg suchen. Muss ich mir noch überlegen. Gut, dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.